Unterwegs schnell Geld überweisen? Mit der TAN-App VR Secure Sign war das bisher kein Problem. Bitte beachten Sie, dass diese ab dem 7. Oktober 2019 aufgrund unserer technischen Umstellung von der App VR Secure Go ersetzt wird. Wie Sie die neue App erfolgreich auf Ihrem Smartphone oder Tablet installieren, erfahren Sie in den folgenden 4 Schritten. Laden Sie sich zunächst die App VR Secure Go einfach im App Store oder im Google Play Store herunter. Öffnen Sie nun die App auf Ihrem Smartphone oder Tablet und hinterlegen Sie die Bankleitzahl der Bank für Kirche und Diakonie sowie Ihren VR-Net-Key. Falls Sie Ihren VR-Net-Key vergessen haben sollten, finden Sie diesen im Online-Banking unter dem Bereich Service und dann unter dem Punkt Alias. Anschließend geben Sie die PIN ein, die Sie sonst auch zum Online-Banking nutzen, und klicken auf Anmelden. Vergeben Sie im nächsten Schritt ein 8-stelliges Anmeldekennwort, welches bei jedem Start der App eingegeben werden muss. Das Anmeldekennwort muss mindestens einen kleinen, einen Großbuchstaben und eine Ziffer enthalten. Stimmen Sie nun den Sonderbedingungen zu und klicken Sie auf App registrieren. Bitte schließen Sie nach der Registrierung die App. Wechseln Sie nun, nachdem Sie die App geschlossen haben, auf unsere Webseite und loggen Sie sich in unserem Online-Banking ein. Dieser Schritt ist notwendig, um die App mit dem Online-Banking zu verknüpfen. Wählen Sie unter dem Bereich Service die TAN-Verwaltung aus und klicken Sie in die Zeile des neu registrierten Geräts auf Bestellen. Akzeptieren Sie die Sonderbedingungen und beenden Sie die Registrierung mit Eingabe prüfen. Danach wird Ihnen ein QR-Code und ein Freischaltcode angezeigt, die Sie im weiteren Schritt benötigen. Öffnen Sie nun wieder die VR Secure Go App auf Ihrem Smartphone oder Tablet, melden Sie sich mit Ihrem soeben vergebenen Kennwort an und klicken Sie auf die Schaltfläche Freischaltcode erfassen. Sie können nun den Freischaltcode aus dem Online-Banking entweder manuell eingeben oder als QR-Code scannen. Ihre VR Secure Go App ist nun aktiv.